Das ist Lisa. Lisa informiert sich wie jeden Morgen über die aktuellsten Themen. Heute geht es um Probleme der Landwirtschaft. Lebensmittel zu Schleuderpreisen. Irgendjemand bezahlt den Preis dafür. Billiges Essen ist eine Sackgasse, die weder die Landwirtschaft noch die Verbraucherinnen weiterbringt. Bauernhöfe statt Agrarindustrie. Aber wieso sind die Landwirtinnen nur so unzufrieden? Ihre Unzufriedenheit hat verschiedene Gründe. Zum einen machen es die Rahmenbedingungen der Agrarpolitik den Landwirtinnen schwer, erfolgreich, umweltbewusst und tiergerecht zu wirtschaften und unterstützen nicht immer dort, wo Unterstützung so notwendig wäre. Dazu kommt, dass immer mehr kleine Höfe aussterben, da ihre Produkte in Supermärkten viel zu günstig oder auch zu sogenannten Dumpingpreisen verkauft werden. Dies führt zu einem zu niedrigen Erlös, um davon gut leben zu können. Dagegen können sich Großunternehmen besser durchsetzen, dass sie mit niedrigeren Kosten produzieren können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Klimawandel. Die Jahresdurchschnittstemperatur steigt. Das führt zu milden, nassen Wintern und heißen, trockenen Sommern, Hitzewellen und Dürreperioden, der Niederschlag verändert sich, Erosionen und Überschwemmungen. All das führt zu Ertragsausfällen und Missernten. Das bedeutet, die Landwirtschaft muss sich darauf einstellen, ihr Wirtschaften, Anbautechniken und so weiter nach den Klimabedingungen anzupassen und neu zu entwickeln. Außerdem steht die Landwirtschaft unter dem Druck der Gesellschaft, denn diese fordert Veränderung, wie zum Beispiel bessere Haltungsbedingungen für Tiere. So wird die Landwirtschaft oft als Sündenbock dargestellt. Die landwirtschaftlichen Erzeuger sind also mit einer Reihe Aufgaben konfrontiert, die es in Zukunft zu bewältigen gilt. Die aktuelle Problematik zeigt aber, dass Veränderungen allein auf Seiten der Landwirtschaft keine Lösung sind. Doch was kann ich und jede einzelne Person dazu beitragen, um dieses Problem zu lösen? Es sind Ansätze gefragt, die einerseits die ökonomische Situation der Landwirtinnen verbessern und gleichzeitig der Anforderung einer klimafreundlichen Landwirtschaft gerecht werden. Dabei könnten regionale Vermarktungsstrategien eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Direktvermarktung. Weißt du, was das ist? Direktvermarktung? Nein, was ist das? Bei der Direktvermarktung werden die landwirtschaftlichen Produkte vom Erzeuger an den Endverbraucher direkt verkauft. In der Vergangenheit ist die Zahl der Direktvermarkter stetig gestiegen und wird vom Landwirtschaftsministerium aktuell auf 30.000 bis 40.000 geschätzt. Aber was müssen Landwirtinnen außer die Freude am Umgang und der Kommunikation mit Menschen mit sich bringen, um ihre Produkte erfolgreich vertreiben zu können? Man sollte mit dem Kundenkontakt zurechtkommen und gleichermaßen belastbar sein. Natürlich gilt es auch, das unternehmerische Risiko dieses Schrittes einzustufen und die beste Strategie für sein Unternehmen zu finden. Das reicht doch aber niemals aus. Ohne die Kaufbereitschaft der Kundinnen nützt der Fleiß nichts. Es müsste also publik gemacht werden, damit potenzielle Kundinnen es besser wahrnehmen. Richtig, die Waren können sehr frisch angeboten werden und die Kundschaft kann mit den Landwirtinnen in Kontakt kommen und sich tiefere Einblicke über die Produktion verschaffen. Weiterhin landet nichts vom Verbraucherpreis im Handel und in der Verarbeitung, und auch das Marketing ist allein Erzeugersache. Also, wenn Landwirtinnen ihre Produkte selbst verkaufen, können sie die Handelsspanne komplett behalten und die Preise würden nicht immer so stark schwanken. Liege ich da richtig? Genau, dabei gibt es aber unterschiedliche Formen der Direktvermarktung. Die Produkte können saisonal direkt am Feld, im Verkaufsstand auf einem Wochen- oder Bauernmarkt, direkt vom Hof in einem kleinen Laden oder auch in einem Online-Shop verkauft werden. Puh. Gar nicht so einfach mit dem direkten Vertrieb der Produkte. Richtig, aber für Landwirtinnen und Endverbraucherinnen ist es eine gute und vielversprechende Chance. Dafür müsste sich aber die Mentalität der Endverbraucherinnen stark ändern. Das stimmt. Viele kaufen Kartoffeln aus Ägypten, die Äpfel aus Spanien oder Gurken aus Italien. Die Liste könnte man lange fortführen, aber regional ist das keinesfalls. Was kann ich da nur tun? Informiere dich am besten nach Höfen und deren Angeboten in deiner Region. Denn unser Konsum verändert die Welt. Wir können sie gestalten.